Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mal kurz, knackig, versuche ich mal. Und zwar möchte ich euch gerne vorstellen, dieses süße kleine zylinderförmige Gerät. Was ist das? Das ist ein Tangfeeder. Ja, er ist im Prinzip dafür da, um unsere Nori-Algenblätter, die wir hier verfüttern, ja, jetzt halt alle auseinander, brauche ich auch gleich, so aufzunehmen, dass sie nicht zerrupft werden. Das ist ein 3D gedrucktes Gerät von der Firma Home Reef Printing. Blende ich euch auch noch mal kurz mit ein. Kontakt zu der Firma könnt ihr übrigens über Insta etc. aufnehmen. Und das Ganze wird befestigt via Magnet. So, wir haben hier auf der Innen- und auf der Außenseite haben wir Filz drauf, der dafür sorgt, dass unsere Scheiben nicht zerkratzen. Gerade für mich als Acrylbeckenbesitzer sehr wichtig. Die Magnete halten zwischen 14 und 19 mm, kann man sich dann dementsprechend aussuchen. Und es gibt verschiedene Farbvarianten. Blaues Grundgerüst, gelbes Inlay, oranges Inlay. Der Ring hier unten kann verändert werden. Das sind so die Standard-Sachen, die man dann auch bei Meerwassersauerborn direkt käuflich erwerben kann. Kostenpunkt für dieses süße kleine Gerät hier, 50 Euro, ist in meinen Augen gerechtfertigt, weil, das zeige ich euch jetzt. So, wir haben hier drin einen Zylinder. Dieser Zylinder ist fest, der ist verschraubt. Kann ich lösen, rausholen. Dann haben wir hier dementsprechend überall so kleine Schlitze, wo wir unsere Nori-Algen, die wir hier schon vorbereitet haben, reinstecken können. So. Jetzt solltet ihr nach Möglichkeit beim Bestücken des Fieders darauf achten, dass das Ganze gegen den Uhrzeigersinn, also in die Richtung, gelegt wird. So, jetzt haben wir hier noch jede Menge frei. Ich könnte da jetzt noch ein zweites Blatt, tue ich auch glatt, Schweinerei. Anna? Da kann keine Haare drum. Entschuldigung. Reinlegen und relativ nah und dicht an die Hülse dran bringen. So, und dann nehme ich ganz einfach die andere Hülse und drehe das Ganze mal im Uhrzeigersinn. Ja, das hat ja jetzt wunderbar funktioniert. Ja, ein bisschen, ein kleines bisschen tricky, aber sonst könnte es ja jeder. So, jetzt haben wir es. Also im Uhrzeigersinn dann reindrehen und unten drin ist ein Gewinde und dieses Gewinde, auch natürlich gedruckt, nichts in Metall, hält die Hülse hier drin fest. So, jetzt können die Doktoren und anderen Viechlein hier dran rumknabbern, ohne das ganze Blatt rausziehen zu können. Das ist schon mal sehr gut. Wie gesagt, Glasstärke 14 bis 19 mm. Farbvarianten, ja, gibt es auch mehrere. 50 Euro habe ich auch gesagt. Gibt es eigentlich nicht mehr so viel zuzusagen. Ich blende euch einfach mal ein kurzes Video ein, wie meine Jungs da unten damit umgehen. Und die sind da echt recht lange mit beschäftigt. Also richtig geiles Ding. Und es kann überall platziert werden. Kurz hinterher schmeißen möchte, blende ich euch mal kurz mit ein. Material, wie gesagt, ist 3D gedrucktes PETG, FDA konform war es, glaube ich, genau, Kopfvisib, ne? Also wie die Löcher hier. Die Magneten, beide sind dementsprechend vollständig vergossen und meerwasserbeständig, also ich blende euch den Text noch mal unten ein. Und wie gesagt, die Farben, gibt es Standardfarben. Wer damit hin, wer sagt, finde ich gut, reicht mir, kann das Ganze, wie gesagt, bei Meerwassersauerborn sich organisieren.
Und wer es individuell haben möchte, wendet sich dann einfach über Insta an Home Reef Printing direkt. Das ist der Frank Kaiser, der das Ding hier realisiert hat. Und ja, Größe, Masse, Höhe. Ja, ist ja irgendjemand mal drauf gekommen, ich möchte noch ein paar Maße haben. Okay, kriegt er jetzt. So, jetzt habe ich direkt den Gliedermaßstab hier dabei. Also, effektive Größe im Aquarium sind 10,3 cm. Durchmesser von 6,5 cm. Gewicht hattet. So, das zu den technischen Daten. Wie gesagt, Video habt ihr gerade eben kurz gesehen, was meine Tierchen damit anstellen. Ich finde der Teil gut, weil sie halt, ich sag mal, die Effektivität meiner Nori-Algenblätter somit sehr extrem gesteigert wird. Wenn die dann halt zerrupft und zerrissen werden. Ja. Schauen wir mal, wie es funktioniert im Weiteren. Aber was auch cool ist, wenn ihr die Nori-Algenblätter so ein kleines bisschen weiter reinsteckt, dann gucken die hier drinnen raus. Da können dann auch kleine Fische reinschwimmen. Wie zum Beispiel bei mir ist es der Blenny, der sich dann da reinsetzt. Ich werde gleich mal gucken, ob ich ein entsprechendes Video kurz machen kann, wie der da drin sitzt. Und zumindest da drin sitzt. Das ist eine schöne Höhle für ihn. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Schönes Teil. Da kriegt das her. Und ja, das war's dann für heute. In diesem Sinne, schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video gesehen habt. Lasst ein Däumchen da und bis zum nächsten Mal. Euer Viper.